Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. So, hier bin ich wieder. Gut, wir wollen beginnen. Interagieren. Schön, dich wiederzusehen, Dor. Hat Poppy dir schon alles erzählt? Das hat sie. Und ich bin froh, dass ihr beide sicher zurückgekehrt seid. Ich zweifelte an der Weisheit, euch auf einen Weg zu schicken, der bestenfalls unbekannt und schlimmstenfalls tödlich war. Aber der Weitblick der Zentauren ist weder persönlich noch einseitig. Der Himmel sagt uns, was kommen wird. Und oft verstehen wir nicht, was wir gesehen haben, bis es eingetreten ist. Du wusstest, dass die Wilderer Poppy und mich töten wollten? Ich kannte meine jungen Freunde noch nicht. Allerdings war ich auch nicht überrascht. Es war ganz so, wie ich unser erstes Treffen erwartet habe. Könnten wir vielleicht ganz von vorne anfangen? Das würde Poppy und mir sehr helfen. Ja, natürlich. Ich finde, das ist oft der beste Einstiegspunkt, nicht wahr? Vor vielen, vielen Monaten sah ich gewisse Ereignisse voraus, die ich lange nicht zuordnen konnte. Bis ihr mir von den Schnatzern und den Wilderern erzählt habt. Ich glaube, das Symbol, das durch den Tanz der Mondkäfer entsteht, markiert den Ort, an dem die Schnatzer versteckt sind. Wie es der Zufall will, kenne ich diesen Ort. Bitte fahre fort. Ich habe dieses Symbol bisher nur einmal gesehen, an einer Felswand der Steilhänge im Wald. Dann ist Eile geboten. Die Schnatzer, die dort versteckt gehalten werden, sind vielleicht nicht mehr sicher. Okay. Wenn du mit diesem Ort recht hast, sollten wir uns auf den Weg machen. Wir sehen uns dort. Und dann lass uns wir mal los. Wir dürfen die Schnatzer nicht noch einmal verlieren. Ja, aber wo ist denn das? Gute Frage. Aufträge. Ich gehe mal nochmal drauf. Gut. Ich würde ja gerne wissen, wo es ist, aber ihr sagt mir nicht, wo lang. Ich gehe nochmal die Aufträge, dann gehe ich mir nochmal ganz runter. Ist ja nicht mehr sehr viel. Ja. Gut. Sprich mit Professor Weasley. Das mit den Schnatzern weiß ich jetzt nicht, wie es funktionieren soll. Deswegen gehe ich ja mal auf die Karte und mache eine andere Mission. Weltkarte. Alter, ist das weit. Dann lass uns einmal mal dahin, wa? Ja, Professor Fick haben wir natürlich verloren. Dafür habe ich einen großen Kampf gewonnen. Frag mich nicht wie, aber ich habe es geschafft. Ich weiß nicht, wie die Rüstung jetzt ich habe. Ich habe bei Offline nochmal da in den geheimen Raum an dem Babystuhl gewesen, habe alles reingehauen, was ich habe, also alles. Spätestens wenn ich die Kleidung ändere, habe ich ein Problem. Ja, ich habe sowas von auf, weiß nicht, 1000% modifiziert. Ich habe bis ich nicht mehr im Inventar hatte. Ja, und jetzt dadurch konnte ich auch einigermaßen gewinnen gegen Renrock. Sonst war es mir gar nicht möglich gewesen, den überhaupt platt machen zu können. Das war ja ein unüberwindbarer Gegner. Gut, dann lass uns mal dahin. Nee. Sollst du nicht irgendwelche Tänzlein machen?
Jetzt haben wir bestimmt noch mal warten, ne? Bereit, Harlow zu erledigen? Den nächsten? Ja, klar. Ich bin bereit, Harlow ein... Mrs. Bickel hat eine... Aber sie hat uns... Ganz genau. Ja, ja, komm. Ich bin bereit. Ein. Harlows Herrschaft endet heute. Vielleicht sollten wir Officer Singer unseren Plan... Rockwood, Renrock, Harlow... Ich habe schon eine Eule geschickt, dass wir einer Spur nachgehen, die Mrs. Bickel uns gegeben hat. Hast du Angst, sie sagt es deiner Mutter? Ja, aber dann ist es eben so. Ich will es nicht mehr verstecken. Meine Mutter muss verstehen, dass ich erst sicher vor den Erschwinderinnen bin, wenn alle es sind. Ich werde sie bis zum Ende verfolgen. Und ich denke, das weiß sie. Genau wie du. Ja, das stimmt. Sei wachsam. Harlow treibt sich bestimmt hier irgendwo herum. Ja, ich war doch schon mal hier gewesen. Wo ist er? Ich weiß nicht. Wir sollten uns umsehen. So. So. Krass. Dankeschön. So. Krass. Ja. Die sind auch einmal so unfreundlich. So. So, der Typ geht mir auf den Nerven. Du? Krass. So, die beiden will ich haben. So. Lass mich erstmal hier einsammeln. So. Boah, voll. Krass. Das war mal ein ordentlicher Kampf, wa? Die kleine Nazione, nicht wahr? Und da ist auch ihr widerlich treuer Schatz. Ihr zwei habt meine Geschäftspläne wirklich sehr oft durchkreuzt. Ja. Aber ich muss euch fast Respekt zollen. Wart ihr anfangs nur nervtötend, seid ihr jetzt zum echten Problem geworden. Glücklicherweise bin ich dafür bekannt, Probleme zu lösen. Lass mich erstmal so einiges mitnehmen. So. So. Gut. Ja, was ist denn jetzt hier los? Wo ist denn der? Hi! Shit! Expelliarmus!
Ach ja.